Hallihallo. Teil 3 unserer kleinen Linux-Welt-Entdeckungsreise. Übrigens hier als Host-Betriebssystem Ubuntu 13.10 Saucy Salamander. Funktioniert wunderbar. Record My Desktop funktioniert. Geht alles pfiffig. Gut, in der virtuellen Maschine habe ich übrigens nur einen Prozessor eingestellt. Ne? Lasse ich jetzt auch so, damit die Systeme vergleichbar sind. Wenn die Systeme ein bisschen langsam laufen, ist das also meine Schuld. Gut, VirtualBox. Gehen wir mal darauf. Wir hatten bis jetzt Linux Mint 15 im ersten Teil. Debian 7 XFCE und jetzt kommt mein heimlicher Favorit dieser DVD. Magaya 3 KDE. Na, hat noch keiner gehört. Was zum Geier ist denn das? Schauen wir mal. Normaler Start. Ne, haben wir aber so nicht so beachtet. Hab gelesen in der PC-Welt Linux, dass das eine Abspaltung vom Mandriva-Projekt ist, weil den Originalautoren irgendwie das Mandriva zu kommerziell gewesen sein soll. Und das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Gut, im Moment läuft noch meine Festplatte, rödelt noch so vor sich hin. Wir warten noch ein bisschen, bis sich das startet. Diese schwarzen Bildschirme nutze ich dann bei YouTube gerne, um noch irgendetwas einzublenden. Also lasse ich das live mal weiterlaufen. Gut, so wie ich gesehen habe, Magaya, ne? Was zum Gaia ist das? Scheint ein französisches Produkt zu sein. Vive la France, finde ich nämlich sehr, sehr gut. Schauen wir mal. Ja, den Mauszeiger haben wir schon mal. Gut, KDE. Verwenden Sie die zu verwendende Sprache. Er kennt sofort, dass ich in Deutschland wohne. Akzeptieren Sie Lizenz. Lizenz habe ich erst gedacht, später schauen wir uns mal OpenSUSE an. Da steht was, auch was mit Lizenz. Zumindest wenn man es installiert, da steht viel USA. Aber hier sehe ich zumindest erstmal nur was von Frankreich. Ne? Gericht ist Paris. Frankreich. Also französisches Ding, ne? Also sofort akzeptiert, die Franzosen sind in Ordnung. Ich habe nämlich einen schönen Roboter von denen. Elder Baron. Robotics. Gut. Hardware einstellen, Uhrzeit, Deutschland, weiter. So, und dann geht das auch gleich los mit KDE Desktop. Ne? Kennt man ja vielleicht auch von Kubuntu oder ähnlichen Distros. KDE Desktop. Sehr, sehr schön. Manche halten KDE so ein bisschen für verspielt. Meiner Erfahrung nach ist KDE mit KWin als Window Manager stabiler als Compiz. Gut, ist dann halt Geschmackssache. Manche mögen das dann ganz gerne, dass hier unten so eine Startleiste ist. Ähnlich wie bei Windows, sage ich jetzt mal für Umsteiger, ganz nett. So, und da haben wir jetzt live in der Farbe die Arbeitsfläche. Ne? Das kennt man dann vom Kubuntu, ne? Diese Symbolchen. Jetzt höre ich ja auch in meinem Kopfhörer den entsprechenden Kubuntu-Sound mit Mini-Programme entsperren, kann man da auch noch was da hinzufügen. Ne? Mini-Programme hinzufügen, kann man anklicken und hier unten kann man dann noch entsprechende Apps für den Desktop hinzufügen, wie man es unter KDE kennt. Sehr schön. Gut. So, dann auf die Festplatte installieren. Wie gesagt, das ist eine Live-Installation, also kommt direkt von der DVD, beziehungsweise habe ich mir mittlerweile auf die Festplatte kopiert, damit das zumindest ein bisschen fluffiger läuft. Hier haben wir Dolphin. Ich würde mir wünschen, dass unter Ubuntu Dolphin als Dateimanager zukünftig standardmäßig installiert ist. Zum Beispiel hier mit dem Schieberegler haben wir auch unter Linux Mint gesehen in der Eigenentwicklung, ne? Von Linux Mint finde ich sehr gut und es gibt auch so Vorschau-Sachen und so weiter, finde ich gut. Allerdings würde ich die Standard-Icons dann gegen andere austauschen. Die sind etwas gewöhnungsbedürftig. Also ich finde den Dolphin sehr, sehr gut. Benutze ich immer dann, wenn Nautilus versagt. Und dann installiere ich mir einfach Dolphin dazu. Hier, wie heißt hier die Arbeitsfläche? Hier heißt die Arbeitsfläche noch Arbeitsfläche. Ne? Ne? Gut, die Arbeitsfläche. Diese Dateinamen bzw. Ordnernamen variieren dann schon mal. Rechter Mausklick. Einstellung für Ordneransicht. Hier würde ich mir wünschen, dass dann hier Einstellung für Arbeitsfläche steht, weil das ist ein bisschen irritierend. Arbeitsflächeneinstellung erscheint auch dann.
Und man kann neue Hintergrundbilder herunterladen. Nach Bewertung. Da verwende ich dann ganz gerne zum Beispiel Night 4.4. Installieren hatte ich bei anderen Videos auch schon mal gemacht. Gut, oh, hier bin ich jetzt auf den Firefox gekommen, aber das ist nicht tragisch. Da müssen wir uns sowieso noch die Versionsnummer angucken. So, sollte dann hier erscheinen, draufklicken, anwenden und ihr habt einen schönen Hintergrund, so wie ich zumindest finde. Tolle Sache. Hier Firefox rödelt vor sich hin. Gut, wie gesagt, ein Prozessor ist momentan nur eingestellt. Ich denke, hier probiere ich gerade mal ein bisschen rum. Hier haben wir die Magea. Na, wie spricht man das eigentlich aus? Magea. Weiß der Geier. So, Hilfe. Über Firefox. 1705 ESR. Da habe ich jetzt mal geguckt. Stand auch in der Linux-Welt. Das ist Langzeitversion. Langzeitversion vom Firefox. Wusste ich auch nicht, dass es das gibt. 17.05. Was haben wir hier als Suchmaschinen? Google, Yahoo, Amazon, Bing, DuckDuckGo und so weiter. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Finde ich gut. Willkommen bei Firefox. Sehr schön gemacht. Also da schon mal 10 von 10 Punkten wenden. Gut, den Desktop-Hintergrund wollte ich gerade noch mal wieder zurück, damit wir hier das gegebenenfalls hinterher bei YouTube als Symbol Bildchen verwenden können und damit wir immer noch wissen, wo wir sind. So, dann haben wir hier quasi KDE 4.1 sieht man hier oben, also oder 4.10 besser gesagt. Und die entsprechende Navigation, Internet. Firefox haben wir gerade gesehen. Na gut, hier muss man immer schön auf der Registerkarte bleiben. Wie bei KDE üblich. KPPP, das kenne ich eigentlich sonst nur von Knoppix. Sehr schön. Gut, wir schauen uns hinterher nochmal an, wie das ist mit E-Mails und so weiter. Büroprogramme, LibreOffice. Ne? LibreOffice gucken wir uns an. Nehmen wir diesmal Impress. Bei den anderen hatten wir die anderen beiden auf. Ich gucke ja sowieso nach der Versionsnummer. Dann spielt es keine Rolle. Dann haben wir mal verschiedene Sachen im Video. LibreOffice. War bei den anderen 4.022 beziehungsweise Debian hatte die 3er-Version noch drauf, die ältere, weil es der Stable-Zweig ist. Schauen wir mal, was Magea macht. Magea, würde ich eher sagen. Gut. LibreOffice. Wie gesagt, wenn es hier im Video ein bisschen länger dauert, liegt an der virtuellen Maschine, die nur einen Prozessor hat. Und 3D-Beschleunigung habe ich ja auch nicht drin. Es kann sein, dass ein Teil vom Prozessor übernommen wird, was normalerweise die Grafikkarte macht. So, Hilfe. Hilfe. Info zu LibreOffice. Übrigens alles direkt in Deutsch. 4033. Die anderen hatten 4022. Sehr schön. Also aktuellste Version unter den Kandidaten bisher. Ja, gut. Hat Vorteile, hat Nachteile. Und es ist dann nicht die stabilste Version, aber die neueste. Wer das neueste haben will, der nimmt dieses. Grafik, ne, haben wir GIMP. GIMP haben wir auch. Welche Version? Hoffen wir auf 2.8. Wobei es auch immer wieder Unterversionen gibt. 2.8. so und so. Ich nutze das jetzt mal hier als Referenz, weil das so gut wie bei jedem Linux-System mit dabei ist. GIMP-Malprogramm. Sehr, sehr gut. Mache ich gerne Hintergrundbildchen damit oder bearbeite die nach. So. Hier haben wir es auch mal direkt in Deutschland, ne? Fenster, Einzelfenstermodus, ne? Im Gegensatz zu anderen Distros, die auf der Live-CD erstmal alles auf Englisch haben. Also auch da alle Punkte, die ich hier vergeben könnte. So, Grafik haben sonst noch Gwenvi, Snapshot, Okular, Bilder scannen, gut, Blue Devil, Bluetooth, alles da. Unterhaltungsmedien, Amarok als Musikspieler, Dragon Player als Abspieler für Videos, ne? Da würde ich mir jetzt noch wünschen VLC, aber den kann man ja nachinstallieren. Ist kein Thema. K-Mix ist ein Mixer, damit kann man dann die einzelnen Audioquellen zusammen mixen, wie man das gerne hätte. Pulse Audio haben wir hier, ne? Pulse Audio. TV Time, der war, glaube ich, beim letzten Mal bei mir nicht gestartet, kann sein. Dass es nur funktioniert, wenn man eine TV-Karte auch eingebaut hat. Die habe ich nämlich hier nicht. Werkzeuge. Gehen wir mal auf Systemwerkzeuge.
Und hier erstmal lobenswert K3B als Brennprogramm, mein Lieblingsbrennprogramm. Ne? KDE, das installiere ich mir auch unter Ubuntu nach, obwohl es eigentlich aus dem KDE-Projekt stammt. Das kann man ja schmerzfrei machen. Und Kontrollzentrum, das schauen wir uns mal an. Ich habe letztens schon mal reingeschaut, also sowas habe ich noch nicht gesehen, im positiven Sinne. Installieren und entfernen von Software, ne? Aktualisieren des Systems, das war ja Update. Da kann man es einrichten, Paketquellen einrichten. Gut, Paketquellen einrichten. Alles in einem Programm, schön gelöst, das fand ich richtig klasse. Medien, live, arbeiten, wie auch immer. Und herunterladen mit. Und wir haben übrigens RPM, ne? Wir haben hier keine DEP-Pakete. Wer jetzt unbedingt ein DEP-Paket installieren will, hat hier natürlich schlechte Karten, würde ich aber nicht als negativ ansehen. Ne? Das ist eigentlich mir egal, ob die Pakete als RPM oder DEP oder wie auch immer. Das eine ist DEP, ist Debian spezifisch, ne? Wie auch unter Ubuntu, und hier haben wir ja RPM. Gut, Medien konfigurieren. So, sagen wir okay. Installieren und entfernen von Software. Das wäre quasi das Software Center. Finde ich auch richtig klasse. Auch direkt schon mit einer extra Beschreibung drunter und so. Ne? Also das ist so ein Software Center unter Ubuntu. Da können die sich mal eine Scheibe von abschneiden. Dateiwerkzeuge. Dolphin zum Beispiel. Dateimanager ist installiert. K-Wallet. Ne? Systemeinstellungen. Ähnliches kann man hier richtig schön machen. Internationalisierung. Ne? Wunderschön. Gut, dann gehen wir mal auf Beenden, kommt mal wieder zurück. Ne? Man muss nicht nochmal starten, das ist gut gelöst. Hardware. Hier kann man schön die Hardware sich anschauen, betrachten und konfigurieren der Hardware, die installiert ist. Gut, ich bin hier an der virtuellen Maschine, da wird jetzt nichts Gescheites bei rauskommen, aber es funktioniert trotzdem. Hier müsste irgendwas mit VirtualBox-Grafik-Adapter kommen. Ne? Muss man sonst separate Programme installieren. Gut. Da kann man was konfigurieren und so weiter. So, Konfigurationswerkzeug starten, kann man noch einiges einstellen. Sehr schön, gut, kann man da wieder zumachen. Auch wenn ich hier oben zuklicke, bin ich doch wieder hier drin, also das finde ich richtig klasse. Konfigurieren der 3D-Desktop-Effekte, ne? 3D-Desktop-Effekte. Hier könnte ich Compass Fusion, könnte mit dem Cube was einstellen. Sehr schön, alles von einem Kontrollzentrum, finde ich richtig, richtig gute grafischen Server einstellen, Xorg oder wie auch immer. Monitor einstellen, Plug-and-Play Hersteller, von wem und von was. Gehen wir mal abbrechen. Gehen wir mal auf Beenden, bin wieder hier drin, sehr schön. Konfigurieren Drucker oder Scanner, Scanner einrichten, Einrichtung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Habe ich so auch noch nicht gesehen, da musste ich immer selber was basteln. Oder unter Ubuntu erschien einfach nur so ein Symbolchen. Netzwerk und Internet. Ja, sehr schön, ne? Netzwerkzentrum. Habt ihr sowas mal irgendwo gesehen? Netzwerkzentrum. Hier Ethernet-Kabel überwachen des Ethernet-Kabels. Wie sieht's da aus? Kommt sofort ein Netzwerkmonitor, ne? Da brauche ich kein Konki installieren. Wunderbar, konfigurieren kann ich's auch. DNS-Server, ne, DHCP, oder kann ich noch manuell eine IP-Adresse vergeben? Sehr schön, alles von einem Ding aus. Ich brauche also nicht 10 Programme. So, Einstellen und Absichern des Netzwerkes, das ist jetzt in letzter Zeit vielleicht ein Thema, ne? Oder die Internetverbindung mit anderen lokalen Rechnern im lokalen Netzwerk teilen, solche Dinge. Verwalten unterschiedlicher Netzwerkprotokolle haben wir hier drin. Fortgeschrittene Optionen gibt es dann immer noch. Kann man alles schön einstellen. Host-Definition, zum Beispiel die Host-Datei, muss ich nicht vom Terminal aus bearbeiten, etc. Hosts kann ich direkt da machen. Finde ich richtig klasse. Gut. Hier, Benutzer und Gruppen, Authentifizierung, Ein- und Ausschalten von System, Auswählen Regionen, Sprache, muss ich mir die Mühe gar nicht mehr machen. Funktioniert alles sofort. Eine Konsole mit Adminrechten öffnen kann man von hier aus für Leute, die gar nicht wissen, was sudo ist, beziehungsweise sudo wird es hier wahrscheinlich gar nicht so geben, weil es RPM ist, oder gibt es dann doch? Ja, doch, ich bin sofort root, ich muss mir gar keine
gar keinen Kopf machen. Benutzerverwaltung. Das ist eigentlich hier, ich kann die Benutzer und Gruppen habe ich wieder, ne? Gibt's unter Ubuntu so in der Art nicht mehr. Eine schöne Gruppen- und Benutzerverwaltung, hervorragend, finde ich richtig klasse. Ich mache jetzt mal zu. Nein, ich flieg nicht raus, ich bin wieder drin. Wäre sehr schön. Importieren von Windows-Dokumenten und Einstellungen. Ne? Wer jetzt das jetzt ausprobiert hat, installiert und fragt sich, wie kann er die Sachen von Windows rüberkopieren, vielleicht nicht bei der Installation angeklickt, das automatisch zu machen, kann es dann hier noch übernehmen. Was ist das? Authentifizierung. Also richtig klasse. Mit Windows-Domain, ne? Das könnte für Firmen interessant sein, ne? Die irgendeinen Domain-Server von Windows noch haben. Alles, was ihr euch nicht nur denken könnt. Netzwerkfreigabe. NSS-Freigaben, sehr interessant. Ich habe ein NAS-Laufwerk. NSS-Freigabe, ne? Und Laufwerke und Verzeichnisse freigeben mit NFS. Also das ist das Pendant zu, ich sag mal, Samba, ne? Und das ist hier Samba, Laufwerke mit SMB freigeben. Hatten wir letztens erst ein Video, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist. Da muss man dann Samba installieren, kann man hier direkt. Und wenn es nicht installiert ist, das Samba, dann muss das noch installiert sein. Soll es installiert werden? Okay, kann direkt hier angeklickt werden. Ich breche jetzt mal hier ab, ne? Der macht alles quasi. Von alleine Zugriff auf SMB freigegebene Laufwerke. Das muss nicht unbedingt ein Windows-Rechner sein. Das kann auch ein Samba-Laufwerk sein. Auf einem NAS-Laufwerk lokale Festplatten, Partitionen verwalten. Im Netzwerk freigeben. Festplattenpartition im Netzwerk freigeben. Wo ist das denn schon? Ist ja unglaublich. Ne? Keine Freigaben, allen Benutzern erlauben, mal ebenso. Hervorragende Sicherheit. Persönliche Firewall einrichten. Alles noch von demselben Ding aus. Das hier, was soll es denn sein? Ne? Auf welche Dienste darf aus dem Internet zugegriffen werden? Ne? Angenommen, ich hätte hier einen Webserver laufen, den könnte ich hier anklicken, wo, jawohl, auf diesen Webserver Apache darf man zugreifen, hätte ich hier einen E-Mail-Server laufen. Dürfte vom Internet auf den E-Mail-Server zugegriffen werden, kann ich mir hier einstellen, Ping erlauben oder nicht. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr gut. Abbrechen. Kindersicherung, ne? Können auch für Eltern mal interessant sein. Es gucken ja nicht nur Erwachsene zu. Kindersicherung. Ja. Ich aktiviere das. Soll der Computer neu starten? Nö. Will ich jetzt nicht. Gut. Da kann ich was einstellen. Blacklist, Whitelist, also gewisse Seiten, die nicht erscheinen sollen. Man muss also nicht im Router was einstellen, kann das direkt hier machen. System Start Display Manager einrichten. Welchen Display Manager hätten Sie denn gern? KDM, also vom dem Kubuntu bzw. KDE Projekt. Das ist der Display Manager. Und XDMX Display Manager kann ich hier aussuchen. Alles von demselben Dingen. Von daher sehr, sehr gut. Deshalb ist das hier mein heimlicher Favorit. Ne, muss man nur erstmal finden. Gut. Was haben wir? Büroprogramme, Grafik, waren wir Unterhaltungsmedien, waren wir Werkzeuge. Systemwerkzeuge, das war noch nicht alles, ne? Das war nur das Kontrollzentrum. Da haben wir noch die Systemeinstellungen. Das dürften dann die KDE-spezifischen Einstellungen sein, die es unter KDE sowieso immer gibt, ne? Arbeitsflächeneffekte und ähnliches, Kompis, ähnliche Effekte einstellen. Verhalten der Arbeitsfläche, alles das ist aus dem KDE-Projekt bekannt. Ne? Also auch noch viele, viele weitere Optionen. Welche Standardanwendungen haben wir denn? Können wir uns da anschauen, dort einstellen. Wunderbar. Wie gesagt, deshalb, das Ding ist mein heimlicher Favorit. Vive la France, habt ihr schön gemacht. Gut, kann ich da einstellen. Gut, wie war das jetzt nochmal mit E-Mail und so weiter, können wir uns gleich noch anschauen. Werkzeuge, Systemwerkzeuge, was haben wir da? Apper dient dazu, ist eine Art Softwareverwaltung, ja, haben wir auch noch. Aber so, Search Packages, da könnte ich zum Beispiel mal gucken, E-Mail oder so. Find by Name, dann rotiert das so. Hat er jetzt im Moment nichts gefunden. KDE Desktop. Kommunikation, Internet.
Mal gucken, das E-Mail-Programm wollen wir uns aber auch nochmal ansehen. Müsste ich ansonsten bei den Standardkomponenten, hatte ich gerade weggeklickt, weil es ein bisschen länger gedauert hat, das uns anzuschauen. Ich nehme mal den Suchfilter hier weg. Gut, während der da so rödelt, ich habe hier auch noch verschiedene Arbeitsflächen, auf denen ich so mache. Wahrscheinlich wegen der einen CPU dauert es hier ein bisschen länger. CHBG eBus ID Card Utility mit ja irgendeinem Kartenlesengerät. Kalkulator, Taschenrechner, ne? ID Card Utility, mal gucken. Das, was ist denn CHBG? Mal draufklicken. Schauen wir mal. Auf dem Bildschirmhintergrund, Darstellungsmenü im eigenen Fenster. Was ist das für ein Ding? File, Szenarien einstellen. Interessant. Effekte, Hintergrund. Kann man noch viel, viel mehr einstellen. Also viel, was man noch erforschen kann. So, was haben wir noch? Clipper, Konsole. Konsole ist dann, ja, gucken wir uns gerade mal die Unix-Version an. Name. Minus, jetzt geht auch das Minuszeichen, weil es gleich in Deutsch ist. Da haben wir einen 3/8er-Kernel. 3/8er-Kernel. Und ich habe hier die 32-Bit-Version. LSB-Release wird hier wahrscheinlich nicht funktionieren. Vermute ich mal. LSB-Release. Doch, geht. Minus. Magaya 3. Codename Fornic. Roft. Interessant. Gut. Wie gesagt, jetzt müssten wir uns einfach nur noch mal, gut, Verlauf. Ich sehe sofort die Programme, die ich vorhin schon benutzt habe, brauche ich nicht mehr nachsuchen. Instant Messenger. Wo ist das Einzige, was wir jetzt noch suchen müssen, wäre jetzt E-Mail. Ja, E-Mail. Befehl aufsuchen. Da müssen wir mal gucken, installieren und entfernen von Software. Gibt es vielleicht ein E-Mail-Symbolchen? Was haben wir hier für Symbole hier unten? Ich sehe auch ein Symbol, wenn ich Root-Rechte habe. Ne? Dann sehe ich das sofort. Sehr interessant. Das sind die Netzwerkeinstellungen. Das ist die Lautstärke. Hab sofort den Mixer vom KDE-Projekt. So, gucken wir nochmal Internet, wollen wir nochmal gucken. Das wäre jetzt das Letzte, was wir hier nochmal checken müssten. Kommunikation ist unter Kommunikation. Oder Netzwerk. Messaging. Firefox. Conqueror. Instant Messaging. Telepathie. Entfernter Zugriff. Bluetooth. Kommunikation. Sehe ich hier im Moment das Mail-Programm noch nicht. Warum sehe ich das nicht? Suchen nach Mail einfach mal. So, Suchergebnisse keine. Also das mit dem Mailprogramm ist mir jetzt noch ein bisschen mysteriös, aber das wird sich auch noch finden. Müsste man jetzt nochmal schauen. Dokumentation, Hilfe. Dann gucken wir nochmal in die Hilfe. Magaya. Also bis jetzt, ich würde mal sagen, fast 10 von 10 Punkten, wenn ich sie vergeben dürfte. Aber steht mir ja nicht zu, das zu beurteilen. Überleg gerade. MS-Sec, ne? Ein Sicherheitscheck wurde automatisch ausgeführt. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Suchen wir mal in der Hilfe. Glossar oder arbeiten, suchen. Gucken wir mal nach. Ach, hier unten ist die Eingabe. Mail. Programmhandbücher. Weiter. Nicht gefunden Mail. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ne? Gut, kann man sich natürlich dann nachinstallieren. E-Mail. Natürlich wird irgendein E-Mail-Programm drauf sein, nur ich bin jetzt im Moment. Wird da kein Mail drauf sein? Ich weiß es nicht. Müsste ich jetzt nochmal checken. Also ich sag mal, bis auf das Mail-Programm, das ich jetzt nicht automatisch gefunden habe, sehe ich hier an dem Programmchen, kein Mangel, Netzwerk und Internet. Proxy, da war es zumindest nicht drin. Hardware, Software verwalten. Gehen wir mal drauf, vielleicht würde es bei einem nächsten Update automatisch
passieren. Hier hat man KDE-typisch noch diese Meldungen. Wie gesagt, da müsste man aber checken. Wie wär's denn mit Thunderbird? Bis ich gucke, Suchergebnisse keine. Also das, wie gesagt, kann sein, dass die Paketquellen da noch mal ein bisschen in Ordnung gebracht werden müssen. Alle Pakete über, was ist denn das überhaupt? RPM Drake 5.49, also man sieht RPM-Pakete. Copyright Mandriva, ne? Hier sieht man die Verbandelung mit Mandriva. Gut, das mit dem Internet kriegen wir auch noch hin, mit dem E-Mail. Würde ich sagen, checken wir dann später mal, oder ihr gebt mir einen Tipp, wo ich es denn hier überlesen habe. Also E-Mail, kein Problem. Dolphin, schöner KDE-Desktop, viele, viele Einstellmöglichkeiten, die ich sonst noch nie so gesehen habe. Und ich denke, man könnte natürlich versuchen, eine Mini-Anwendung mal zu starten, um mal zu gucken. Favoriten, also das fasziniert mich im Moment noch. Pangea User Manual, das müsste jetzt die Webseite sein von denen. Finde ich gut, finde ich richtig gut. Da müsste ich vielleicht in die Community mal eintreten oder auch nicht. Um da mal kurz zu checken, wie das mit dem E-Mail ist. Da bin ich anscheinend im Moment zu blöde. Suchen. Das hier ist übrigens der Knaller. Seht ihr das? Hier gibt es eine Dokumentation mit Bebilderung. Und zwar in der Version, die wir gerade da haben. Da ist eingekreist, da wird's richtig schön dargestellt. Netzwerk und Internet. So. Share Internet Connection, Host Definitions. Kann ich mir genau da angucken. Introduction. Was ist wo? Ne, immer schön mit Bebilderung und genau so, wie es hier aussieht. Also richtig, richtig klasse. System, Authentikation. Was ich hier noch nicht finde, ist Mail. Warum auch immer. Mail. View, Setup your personal firewall. Also anscheinend bin ich da im Moment ein bisschen blind. Ich find E-Mail nicht. Natürlich gibt es ein E-Mail-Programm auch hierfür. Das Kontrollzentrum ist hier unten nochmal zu finden. Dolphin, der Dateimanager, 4 Arbeitsflächen zum Umschalten. Mini-Programme bei Bedarf vom KDE. Mini-Programme hinzufügen. Könnte man da mal gucken. Notfalls würde ich da jetzt schauen. Oder versuchen, auf der Mageia-Seite mal kurz ins Forum zu schauen. Da habe ich jetzt im Moment keine Zeit. Sonst dauert's zu lange mit diesem Video. Gut, dann machen wir Mageia mal wieder aus. Oder wollen wir noch mal gucken? Also mich fasziniert das ja. Fasziniert das ja alles. Systemeinstellung. Habe ich jetzt schon länger mal mit herum experimentiert. Hier, das hier war noch, ne? Deshalb bin ich jetzt nochmal zurück. SSL-Einstellung. Secure Socket Layer, das ist eigentlich KDE-spezifisch, aber auch in Zeichen des Prisms mal ganz interessant, da mal reinzuschauen. Hier sieht man nämlich zum Beispiel die CAs, ne? Da hatte ich letztens schon mal drauf hingewiesen, auf die Zertifikate-Ausgebestellen, die in der Lage sind, quasi auch eigene Schlüssel zu generieren, diese vergeben und die quasi schon per Default getrusted sind. Ne? Gut, VeriSign, gut, USA. Und was haben wir noch? Ich glaube, AOL war auch da irgendwo, weiß ich nicht. Also wie gesagt, da kann jeder lustig mitlesen. Dann nehme ich doch lieber TürkTrust. Ne? TürkTrust, den traue ich dann wahrscheinlich eher als den Amis. Gut, machen wir mal hier Pause. Verlassen. Runterfahren. Und wir schauen uns dann die nächste Distribution an. Rechner ausschalten. Natürlich nicht meinen echten, sondern nur die virtuelle Maschine. Weiter geht's.